noch Fragen, bevor wir losstarten? Nein, leg einfach los. Alles gut. Was interessiert dich an deiner Arbeit, also was machst du und was interessiert dich an deiner Arbeit besonders? Ich bin Grafikerin und ja, das Kreative natürlich, also das Entstehen lassen von neuen Designs. Und was hast du im letzten Urlaub erlebt? Da muss ich nachdenken, ich schon ein bisschen her. Wenn es jetzt ein konkretes Erlebnis oder. Erzähl mal, antwort einfach drauf, was für dich gerade da ist. Also was hast du im letzten Urlaub erlebt? Also ich war bei Freunden in Kärnten, die haben dort ein Haus und das war wunderschöne Landschaft, Natur, Seen, Wälder, ganz viele Tiere, die dort bei ihnen leben. Also sehr, sehr naturverbunden. Und warum ist dir dein Job wichtig? Weil es mein Anliegen ist, Business ist einfach schöner zu machen. Kann ich verstehen. Die schreibt da kurz mit. Und was ermöglicht dir dein Job? Ganz viel Freiheit und Freiraum. Okay. Woran merkst du, dass du gute Arbeit geleistet hast? Also auf der einen Seite, wenn ich gutes Kundenfeedback bekomme natürlich, aber auch wenn ich zufrieden bin damit. Ja. Und also das eine war dieses, woran erkennst du es und woher weißt du es, dass du es gut gemacht hast? Naja, es gibt schon gewisse Designregeln, wo man weiß, wenn man sich an die haltet, dann passt es auch. Ja, das ist das eine. Und auf der anderen Seite auch dann auch da wieder das Kundenfeedback dann natürlich. Ja. Aus welchen Gründen machst du deine jetzige Tätigkeit? Weil mir Freiheit sehr wichtig ist. Ja, also das ist der Grund für die Selbstständigkeit. Und das Kreative, weil ich es einfach lieb, kreativ zu sein, weil ich ein empathischer Mensch bin, der sich gern reinspürt in andere, weil ich Menschen gern helfe. Okay. Und aus welchen Gründen hast du den letzten Urlaubsort gewählt? Also wie gesagt, ich war bei Freunden und die haben mich eingeladen, das war. Ja, und den Urlaub davor? Den Urlaub davor, warte, lass mich überlegen, das ist schon eine Weile her. Mit Corona braucht es da manchmal ein bisschen. Ja. Ja, also ich habe zwei Freundinnen, mit denen ich einmal im Jahr so ein Werbewochenende mache und das war das. Und also das ist quasi Tradition. Herrlich. Okay. Magst du mir ein bisschen was erzählen über den letzten Urlaub, entweder den mit Freunden in Kärnten oder das Weiberwochenende? Also wie gesagt, die haben ein Haus auf der Pack und haben dort Schafe und Katzen und Hunde und einen wunderschönen Garten mit Pool und da waren dann viel spazieren mit den Hunden und gibt es herrliche Seen und ja, war einfach traumhaft schön. Und die haben so eine kleine Ferienwohnung dabei, wo ich dann quasi in der Ferienwohnung auch für mich Raum hatte, was auch sehr angenehm war. Macht sich gut ab. Ja, ist es. Kann ich sehr empfehlen, wenn du mal auf die Pack fahren willst. Wie heißt das? Park? Die Pack, das ist eine Bergkette in Kärnten. Der Ort heißt Breiteneck. Und die haben auch eine Vacation, also kannst du doch dort zum Arbeiten hinfahren. Website heißt raus-zeit.at. Sehr zu empfehlen. Rauszeit.at. Aber mit Bindestrich raus, Bindestrich Zeit. Super, werden wir gleich markieren, danke. Okay.
Abseits von deiner Arbeit, gibt es was, was dir sehr wichtig ist? Ja, einiges. Also allen voran meine Freunde und Freundinnen, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Ich bin jetzt auch abseits von der Arbeit kreativ. Ich tue Aquarell malen, das ist mir sehr wichtig. Ich habe zwei Katzen, die sind mir das Allerwichtigste. Okay, und wie gehst du an Aufgaben heran? Grundsätzlich meistens sehr strukturiert. Also ich hab ein Bullet Journal, wo ich mir dann meine Tasks eintrage und die arbeite ich dann ab, Stück für Stück. Ja. Was hast du gemacht, bevor du selbstständig geworden bist als Grafikerin? Ich war sehr lange bei Baumax, den es inzwischen nicht mehr gibt, und war in meiner letzten Position war ich dort Internet-Marketing-Leiterin. Und in welcher Beziehung steht die Tätigkeit von diesem Baumarktjob und jetzt zu deiner Selbstständigkeit? Also es fließt natürlich extrem ein. Bevor ich Internet-Marketing gemacht habe, war ich dort Grafikerin auch. Und natürlich fließt auch die Internet-Marketing-Tätigkeit jetzt in meine Grafikarbeiten ein, wenn ich Websites mache oder Social-Media-Sachen. Und wenn du dir das letzte Jahr herholst in der Selbstständigkeit und dann das Jahr davor, in welcher Beziehung stehen die beide zueinander? Also das letzte Jahr war deutlich schwieriger für mich, weil die Aufträge ziemlich eingebrochen sind. Im Jahr davor war es noch ziemlich gut. Also jetzt nicht während der Lockdowns, aber zumindest dann im Sommer. Im letzten Jahr war es schwierig. Wie hast du dich dafür entschieden, dich selbstständig zu machen? Also ich war, wie gesagt, sehr lange bei Baumax und war dann kurz vorm Burnout und habe dann beschlossen, ich gehe jetzt einfach mal in die Arbeitslosigkeit, um mich ein bisschen zu erholen. Und mich hat dann eigentlich jemand, der mal bei Baumax zugearbeitet hat, hat mich dann auf die Idee gebracht, mich selbstständig zu machen. Und ich habe dann eigentlich angefangen im Bereich Newsletter, Full Service. Das war damals noch ein großes Thema für Firmen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich eigentlich mit den großen Firmen überhaupt nicht mehr arbeiten will und dass ich am liebsten mit EPUs arbeite, und dann habe ich die Grafik wieder ausgegraben. Das heißt, bietest du deine Dienstleistung für EPUs an? Großteils für EPUs, für Gründerinnen, meistens Frauen. Ja. Wie teilst du dir deinen Tag ein und wie läuft der ab? Also, wie ich meinen einteile, ist sehr individuell. Das hängt von den Aufgaben und von den Terminen ab. Ja. Aber grundsätzlich habe ich eine sehr lange Vorlaufzeit in der Früh. Ich brauch viel Anlauf. Tu mal in Ruhe frühstücken, die Katzen versorgen, die Küche vom Vortag aufräumen, weil ich das nicht gerne am Abend mache. Dann in Ruhe duschen und so weiter. Und also ich brauche schon so meine 2 Stunden in der Früh, ja, bis ich wirklich einsatzfähig bin. Und dann versuche ich immer, die unangenehmen Aufgaben als Erster zu erledigen. Das ist mir wichtig, weil dann habe ich das einmal vom Tisch. Und wie gesagt, ich trage mir das in mein Bullet Journal ein und priorisiere das dann und arbeite dann ab. Ja. Gibt es ein paar klassische Dinge oder Aufgaben, weil du gesagt hast, was da nicht so angenehm ist oder was da unangenehm ist? Gibt es ein paar so Dinge, die du mir gerne erzählen möchtest, was das ist? Ja, also wovon ich nicht begeistert bin, ist Social Media Content zu erstellen. Ja, das ist nicht meine Lieblingsaufgabe. Buchhaltung geht eigentlich, das finde ich nicht so tragisch. Ja, Rechnungen schreiben muss ich jetzt auch nicht haben. Ja, aber Da hat man nur die Motivation, dass dann wenigstens Geld aufs Konto kommt und Rechnung schreiben, oder? genau. Ja, ich bin grundsätzlich ein Mensch. Wie gesagt, ich mache die unangenehmen Dinge einfach und ich mache sie so schnell wie möglich, und damit funktioniert es dann auch ganz gut. Ja. Ich glaube, das ist ein großer Schlüsselpunkt vom Interview, was ich da mitnehme. Das ist was ich wirklich gelernt habe. Ich meine, ich bin jetzt 52, ja, und im Laufe meines Lebens, ich hab wirklich gelernt, je schneller ich die unangenehmen Dinge angehe, desto besser funktioniert es. Ja. Weil dieses Rausschieben und zuerst noch 1000 andere Dinge machen, da verzettelt man sich nur, nicht neigt zum Prokrastinieren. Also
Und gerade wenn man von daheim arbeitet, so wie ich, da kann man dann noch die Wäsche waschen und die Küche aufräumen und weiß nicht was. Und das geht einfach nicht. Du musst dich zwingen, sofort die unangenehmen Dinge zu erledigen und dann hast du es im Griff. Ja. Super, das ist echt ein Golden Nugget, ja. Danke. Das Gerne. geht da perfekt gleich die nächste Frage über, nämlich wie motivierst du dich, etwas zu tun? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich großartig motiviere. Ja, wie gesagt, ich mache einfach, ich habe das, das ist antrainiert, denke ich. Ich habe das über die Jahre einfach wirklich. Ich meine, früher habe ich das schon gemacht, dass ich mich dann ab und zu mal belohnt habe mit irgendwas, wenn ich was Unangenehmes erledigt habe. Ja. Oder was ich halt jetzt auch mache, ist, wenn ich dann die erste unangenehme Aufgabe des Tages erledigt habe, dass ich einmal aufstehe und mich strecke und vielleicht ein bisschen, vielleicht sogar rausgehe, Runde oder so und dann weitermache. Ja. Oder Pause mache, aber. Oder mit den Katzen ein bisschen spielen oder so. Aber im Grunde brauche ich jetzt keine Belohnung mehr, weil ich einfach darauf trainiert bin, es abzuarbeiten. Ja. Echt super, wow. Ich neige dazu, mich eher dann zu belohnen, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe. Wie belohnst du dich? Hast du da irgendwas Bestimmtes im Kopf, wo du warst? Ah ja, das ist es. Na, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kommt immer darauf an, auch wie gerade die Situation ist. Wie gesagt, das kann ein Spaziergang sein oder dass ich mir Zeit zum Malen nehme oder dass ich, weiß ich nicht, einmal frühstücken gehe und mir ein tolles Frühstück gönne, je nachdem. Ja. Schön. Okay, dann tauchen wir noch ein bisschen Buchhaltungsfragen ein und dann haben wir es ja schon geschafft. Wie schaffst du es, dass du der Buchhaltung fristgerecht ab? Also machst du es vierteljährlich oder machst du es monatlich? Vierteljährlich. Vierteljährlich, okay. Wie schaffst du es, dass du es fristgerecht abgibst? Also ich habe einmal, also ich habe grundsätzlich, immer wenn Rechnungen reinkommen, drucke ich sie sofort aus und tue sie in meine Mappe. Und einmal in der Woche habe ich einen Buchhaltungstag, wo ich es dann einbuche. Und wenn dann das Quartal um ist, also das ist in meinem Kalender eingetragen, dann nehme ich einfach die Rechnungen aus der Mappe raus, gebe meine Buchhaltung frei und schicke sie an meinen Steuerberater. Fertig. Und dieses einmal in der Woche gibt es einen Buchhaltungstag, ist der festgelegt, ist der immer gleich? Also ich habe immer den Freitagnachmittag, wo ich dann meine Buchhaltung mache, meinen Social Media Content mache, also quasi so meine internen Aufgaben. Ja. Okay. Und was denkst du, ist dafür wichtig, dass du fristgerecht abgeben kannst? Wirklich diese Regelmäßigkeit. Also ich denke, wenn ich's, ich merke es, ich habe es jetzt gemerkt, ich habe ja wie gesagt Corona gehabt letzte Woche oder die letzten 2 Wochen eigentlich und da ist jetzt alles liegen geblieben und dann wird es, wenn es dann schon nochmal 3 Wochen machen musst, da sitzt dann schon lang und dann ist es unangenehm. So sitze ich in der Buchhaltung, sitze ich nicht länger als eine halbe Stunde jede Woche. Das ist jetzt nicht erschreckend irgendwie. Ja. Wenn ich mir aber vorstelle, ich würde das jetzt alles in einen Karton schmeißen und dann hätte ich das unübersichtlich da drinnen und müsste dann einen ganzen Karton durcharbeiten, da würde ich es dann auch von mir herschieben. Ja. Also ich denke, diese Regelmäßigkeit ist total wichtig. Und für mich ist es halt auch wichtig, diesen fixen Termin zu haben, weil ich dadurch bin ich es einfach gewohnt. Wie gesagt, es hat viel mit Training zu tun, mit Gewohnheit zu tun. Ja. Ja. Da fährt einfach die Eisenbahn drüber, dass ich am Freitagnachmittag, und wenn es nicht Freitagnachmittag ist, dann ist Freitagvormittag, aber dass ich am Freitag meine Buchhaltung mache, das ist einfach so. Ja. Okay. Ja, also kann ich sehr viel davon verwerten, das sehe ich jetzt schon. Und jetzt gibt es zwei Fragen, so wieder beide gleich. Was davon bringst du jetzt von Haus aus schon mit und was davon hast du dir eben angewöhnt, angelernt, antrainiert, angeeignet? Im Grunde habe ich mir fast alles antrainiert. Also ich bin schon ein strukturierter Mensch, aber ich war früher extrem chaotisch, ich war früher extrem unordentlich. Ich hatte auch das Glück, dass ich sehr, sehr früh in meinem Leben dieses Buch Simplify Your Life gelesen habe, wo es um diese ganzen Ordnungssysteme geht. Und da habe ich mir dann wirklich viel antrainiert, wie ich noch relativ jung war. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ja. Simplify your life. Ja, das war in den 80er Jahren so ein Marie Kondo der 80er Jahre quasi. Aber halt nicht nur auf Ausmisten, sondern auch auf Strukturen, strukturiertes Arbeiten. Ja. Und das war damals ein absoluter Bestseller und ich habe das relativ früh gelesen in meiner Karriere und das hat mich wirklich weitergebracht. Und da habe ich mir sehr, sehr früh angewöhnt, solche Dinge ordentlich zu handhaben. Ja. Und für mich gibt's auch ein Gefühl von Sicherheit. Selbstständigkeit hat viel mit Existenzängsten zu tun und mit Unsicherheit auch. Und zu wissen, dass ich meine Zahlen in Ordnung habe, das tut mir einfach gut. Ja. Also es ist. Da liegt auch schon Belohnung drin. Was wäre nämlich, also wann, was wäre nämlich, wenn du diese Sicherheit nicht hättest? Hätte ich mehr Existenzängste.
Also ich habe zum Beispiel also das Tool, wo ich meine Sachen einbuche, das ist ein Tool von meinem Steuerberater. Und aus dem kann ich aber zum Beispiel nicht rauslesen, wie viel Umsatzsteuer gerade ansteht bei mir. Ja, und das heißt, ich habe jetzt extra noch zusätzlich eine Excel-Tabelle angelegt, wo ich mal jede Rechnung eintrage, wo dann automatisch die Umsatzsteuer zusammengerechnet wird, damit ich immer weiß, was kommt an Umsatzsteuer auf mich zu, was kommt da auf mich zu. Also mir ist, wie gesagt, es gibt mir Sicherheit, meine Zahlen im Griff zu haben. Ja. Welches Programm verwendest du? Also wie gesagt, das eine ist das Tool von meinem Steuerberater, das ist keine Ahnung was, das ist ein selber gestricktes Tool von ihm. Und das andere ist eine Excel-Tabelle einfach. Ja, okay. Und ich habe auch auf Excel dann zusätzlich noch einen Haushaltsplan mit fünf Tabellenreitern, wo ich mal alles eintrage und wo ich genau sehe, was kommt an Rechnungen rein, was sind meine Ausgaben, wie viel muss ich das Monat noch verdienen, damit sich's ausgeht und so weiter. Also da bin ich sehr, sehr strukturiert. Ja. Das heißt, der Haushaltsplan zielt eben auch darauf ab, deine Finanzen unter Kontrolle zu haben oder einen Überblick dafür zu haben. Ja, also ich habe früher, und das ist wirklich angelernt, weil ich habe früher, war ich das andere Extrem, ich habe mein Konto ständig total überzogen gehabt. Weiß ich nicht, meine Eltern haben mich dann manchmal rausgeholt und haben dann mein Konto wieder abgedeckt, aber ich habe mit Geld in Wirklichkeit überhaupt nicht umgehen können. Ich habe einfach alles gekauft, was ich wollte. Und seitdem ich auf mich allein gestellt bin, bin ich jetzt wirklich so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt meinen Plan, ich habe es im Griff und ist vielleicht ein bisschen ins andere Extrem ausgeschlagen jetzt, aber tut mir gut, ja. Und ich meine, du hast gesagt, du hast dieses Buch zum Beispiel gelesen, was dir irrsinnig geholfen hat, aber gibt es was anderes, wo du jetzt im Nachhinein siehst? Also das war total wichtig für mich, dass ich diese Veränderung hingebracht habe, dass ich meine Finanzen im Blick habe, dass ich strukturiert bin, dass ich kein Chaos Ja, habe. also ich hab eine sehr schwierige Kindheit gehabt und ich denke, dass vieles von diesem unkontrollierten auch damit zu tun hat und ich habe sehr viel Therapie gemacht und das hat mir sicher dann auch geholfen. Okay, super. Du, also von meiner Seite aus, ich habe alles von dir geliefert bekommen, was ich gerne gehabt hätte und sogar noch Ja. mehr. Magst du abschließend von mir noch irgendwas wissen? Gibt es noch irgendwas, was ich für dich beantworten kann? Gibt es dann irgendwelche Ergebnisse, die man sich anschauen kann, wenn du das fertig hast? Also wenn du möchtest, ich schreibe da, wie gesagt, eine Arbeit draus, ich ziehe meine Schlüsse draus. Ich sammle jetzt gerade mal 12 Protokolle, wo es eher um so Verhaltensmuster mal geht. Und dann picke ich mir noch 3 Interviewpartner raus, wo ich dann praktisch wirklich nur in die Tiefe frage. Würdest du die da nochmal zur Verfügung stellen? Es wird ungefähr eine Stunde in etwa dauern. Ja, können wir gern machen. Ja? Okay. Dann ich nehme mal alle gesammelten 12 sozusagen und schaue dann mal zum Schluss, wo ich das Gefühl habe, das passt am besten, um nochmal zu vertiefen, aber ich gebe dir auf jeden Fall Bescheid. Wenn es mich brauchst, sagst du es einfach. Genau, und wenn die Arbeit fertig ist, das wird bis September dauern, dann kann ich es dir gern zukommen lassen. Sehr gern, würde mich freuen. Ja, schreibe ich auf. Magst du die Aufzeichnung vom Call haben? Nein, brauche ich nicht, danke. Nein, okay. Gut, warte, ich schreibe mir das mit, damit ich das auch wirklich dann ausschicke und nicht nur verspreche. Hilfst Okay. du mir noch auf die Sprünge, was studierst du jetzt? Bist du Österreicherin Betrina? Also wohnst du in Österreich? Ich mache die Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater. Und es gibt ja unterschiedliche Stufen in dieser Ausbildung und einer davon ist eine Modelingarbeit. Also sprich, ich schaue am Verhalten der anderen, wie schaffen die das? Ziehe meine Schlüsse draus und nehme halt praktisch das mit, wo ich sage, ah, das braucht es, damit ich das auch kann. Verstehe. Weil ich bin so wie du früher. Also meine Finanzen, das funktioniert Gott sei Dank, aber das ist so ein, nein, ich habe es im Gefühl. Und die Buchhaltung ist dann so, oh mein Gott, es ist schon 2 in der Nacht, ich habe noch immer eine Stunde Arbeit, okay, irgendwie muss ich es jetzt hinbringen. Und somit hat es einen sehr persönlichen Anteil, dass ich mir denke, jetzt mal ärgert es mich, dass ich mir denke, wenn ich dann sitze, es ist ja dann bald einmal erledigt. Aber eben diese Aufschieberitis. Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe das früher auch extrem gehabt, aber das kriegst du nur mit Training in den Griff. Ja. Das musst du wirklich trainieren und du musst dich überwinden. Ja. Das hat viel mit Disziplin zu tun, mit Selbstüberwindung. Genau. Und das ist spannend, weil du noch gefragt hast, also jetzt kann ich es also ein bisschen aufdecken. Du bist halt jemand, der da eine sehr klare Struktur hat. Also an dem, was ich gefragt habe, was ich ausgehört habe, hast du einfach so dein. Ja?
Und ich bin halt eher dieser Mensch, so, oh, viele Möglichkeiten. Worauf habe ich jetzt gerade Lust? Na, das gefällt mir jetzt nicht, oder das will ich jetzt verlieren. Ja, aber wie gesagt, ich war das früher auch, ja. Und ich denke, gerade als Kreative neigt man sowieso dazu, ja. Und ich hab wirklich gelernt, dass es mir gut tut, Strukturen dazu zu packen. Ja. Also es ist. Und ich nehme an, du bist auch hochsensibel, wenn du Lebens- und Sozialberater machst, dann ist es noch einmal schwieriger, das zu lernen. Ja? Aber man kann es lernen und es gibt einem Sicherheit und es gibt einem Halt. Irgendwer hat einmal zu mir gesagt, und das habe ich so schön gefunden, es ist wie wenn dein innerer Mann deiner inneren Frau ein Haus baut. Ja? Ja. Schön. Ja, wie gesagt, für mich ist so viel drinnen, weil alleine diese Tatsache, dass so dieser eine fixe Tag in der Woche und da fährt die Eisenbahn drüber, ja, das nehme ich mir immer wieder vor, auch wenn es ums Lernen geht, ja. Und dann finde ich immer irgendeinen guten Grund, naja, warum doch noch ein bisschen später und warum doch noch nicht so und ja. Ja, wie gesagt, das hat viel mit der persönlichen Entwicklung auch zu tun, natürlich. Ja. Aber hat auch sehr, sehr viel mit Training zu tun. Ja. Und meine Erfahrung auch da, also wenn mir das jetzt extrem unangenehm wäre, würde ich das am Montag machen und nicht am Freitag. Ja, gleich in der Früh. Dann wäre das, ja. Also ich war zeitlang, habe ich mein Gewerbe stillgelegt und bin auf Notstandshilfe gegangen, damit ich über die Runden komme jetzt während Corona. Und da musste ich dann jede Woche zwei Bewerbungen schreiben. Die habe ich am Montag in der Früh als Erster geschrieben, weil das habe ich gehasst. Ja. Und dann hast du den Rest der Woche Ruhe, dann hast du das hinter dir. Ja. Und das ist unglaublich erleichternd und befreiend, das sofort zu erledigen. Also, und kannst du dich noch erinnern, ich meine, das hat sich so irrsinnig viel mit Training zu tun und ich denke mal, das war ja wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung, so dass sich verändert jetzt und wie diese Struktur und wie diese Entwicklung so in die Richtung. Weißt du noch, was dir damals geholfen hat, dass du eben dann auch sagst, okay, und es ist jetzt Zeit dafür und ich mache das jetzt wirklich. Also setz mich jetzt hin und jetzt. Kannst du dich erinnern, dass du da, was dir da dabei geholfen hat, dass du es auch wirklich jetzt machst und nicht später? Es ist schon relativ lang her. Also grundsätzlich denke ich, dass mir wirklich dieses Buch sehr, sehr geholfen hat, weil es unglaublich motivierend war für mich damals. Und weil ich eben, ich denke, es hat mich einfach in einem Alter erwischt, wo ich noch sehr wandelbar war. Ja. Wenn ich das mit 40 gelesen hätte, wäre es auch was anderes gewesen, als ich habe es mit Anfang 20, glaube ich, habe ich das gelesen. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es funktioniert. Und je mehr es funktioniert hat, desto mehr davon habe ich gemacht und desto mehr habe ich es umgesetzt und desto mehr habe ich es eingesetzt. Ja. Im Grunde ist es ja dann. Wie gesagt, es tragt die Belohnung in sich. Es gibt da Sicherheit, es gibt da Klarheit, es gibt da mehr Zeit auch, ja. Weil du machst ja tausend, du, im Grunde brauchst ja viel mehr Zeit, wenn du aufschiebst, als wenn du nicht aufschiebst. Weil also meine Erfahrung ist, diese unangenehmen Dinge, vor denen du Angst hast, die dauern selten länger als eine halbe Stunde. Ja. Und es gibt zahlreiche Bücher, Methoden, diese Tomatenmethode und weiß nicht was alles, wo man das in Scheiben aufteilt von 5 Minuten. Aber es gibt so vieles, aber man muss es einmal ausprobieren und man muss schauen, was funktioniert für mich. Ja. Und ich denke, du brauchst wahrscheinlich auch irgendwo einen gewissen Leidensdruck, weil du merkst, es funktioniert einfach nicht mehr, damit du einmal anfängst, dich damit zu beschäftigen. Ja. Aber ich bin auch Scanner-Persönlichkeit und ich interessiere mich sowieso für unglaublich viele Dinge und deswegen war es für mich auch immer interessant, was Neues zu lernen und deswegen probiere ich auch sehr viel aus. Ja. Ja, das ist für mich gerade persönlich ein guter Ansatz, weil ich bin auch Scanner. Also für mich gibt es ja am Tag gefühlt eben tausend Dinge, die ich gerne machen würde und die mich interessieren. Und es vielleicht mal so aus dieser Perspektive zu betrachten, dass es einfach was Reizvolles haben kann. Auch das in meinen Alltag zu integrieren, was ganz was anderes zu tun, als Naja, der Punkt ist auch, es gibt mir dann die Zeit, mich dann auch mit den reizvollen Dingen zu beschäftigen. Wenn ich das Unangenehme sofort erledige, dann habe ich nachher Zeit, mich mit den schönen Dingen zu beschäftigen. Ohne schlechtes Gewissen und mit Freude, ja. Wenn ich es vorher mache, die schönen Dinge, dann ist das Schöne nicht schön, weil die ganze Zeit das Damoklesschwert über mir hängt. Und das genießt man ja dann nicht wirklich, ja. Also es ist viel mehr Genuss dabei, wenn ich das Unangenehme gleich erledige und dann erst das Schöne mache, ja. ich konnte stundenlang zuhören. Also ich habe das Gefühl, es wirkt. Super. Okay, also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ich würde mich eventuell nur wegen diesem einstündigen, detaillierten Interview und ich lasse dir die Abschlussarbeit zum Schluss auf jeden Fall zukommen. Okay, super. Super. Und Danke. wenn du mal ein Logo brauchst, kannst du dich gern melden. Absolut, habe ich schon notiert, also steht schon auf meinem Zettel und wird in meine Liste übertragen. Das ist Alles nämlich klar. das Coole, dass ich da wirklich eine total spannende Leute kennenlerne, die vorher war Versicherungsmaklerin. Und das finde ich spannend, weil ich von ja in unterschiedlichste Bereiche wieder so ein bisschen einen Einblick kriege.
Und es ist ja immer schön, wenn man schon jemanden kennt, wenn man schon eine Basis einfach aufgebaut hat. Ja, ein bisschen ein Netzwerk schadet nie. Ja, ja, cool. Danke dir. Gerne, sehr gerne. Schönen Tag noch. Ciao. Ah.